Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute zeige ich euch Bild Nummer 5, wo ihr Bild Nummer 5 in eurem mysteriösen Einklebebuch finden könnt. Das mysteriöse Einklebebuch findet ihr in einem Quest-Inventar unter Aranyaka, epischer Gegenstand. Und zwar müssen wir dafür in den Wald von Gandava gehen. Und wichtig hierbei ist es tatsächlich, dass ihr vorher eine Quest abschließen müsst, weil sonst kommt ihr hier nämlich nicht rein. Und zwar ist das die Quest Agnihotra Sutra und davon den ersten Teil. Genau. Und das müsst ihr machen, zwingend, sonst könnt ihr hier nicht rein und entsprechend das Bild nicht finden. Weil jetzt seht ihr es eh schon, kommt einem sehr bekannt vor. Und da müssen wir jetzt einfach nur noch hingehen und graben. Muss man nochmal ganz kurz angucken, glaube ich, die genaue Stelle. Ich habe das Bild vergessen, nebenbei aufzumachen. Aber das war, meine ich, hier bei diesen Pilzen. Vielleicht finden wir es auch ohne nochmal nachzuschauen. Und genau, also das ist auf jeden Fall das Motiv von dem Bild. Und dann hier jetzt irgendwo müsste Gram stehen. Mist, muss doch nochmal nachschauen. Damn. Ich dachte jetzt eigentlich, ich bin mir sicher, dass es da unten ist. Wo ist... Oh doch, noch ein bisschen weiter hinten anscheinend, okay. Das ist das erste Mal, dass ich mir das vorher noch nicht angeguckt habe, wo die Truhe vergraben ist. Das gibt's ja nicht. Wir sind hier. Okay, hier ist es. Wow. Also es ist schon ein bisschen sehr schlecht gemacht, das Bild, weil ich dachte, der Pfeil zeigt direkt hier hin und das ist halt einfach komplett gar nicht da. Also nicht gar nicht da, aber ihr wisst, was ich meine. Naja, kleine Sucharbeit. Nicht schlimm. Und ja, damit haben wir das Bild und die Truhe. Und damit danke ich euch fürs Zuschauen. Würde mich sehr über ein Like, Kommentar und Abo von euch freuen. Wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.